Hallo, guten Morgen. Wir sind wieder hier bei einer Bibelstunde über die Schrift und wir möchten heute sprechen über Gottes Verheißungen, auch bezüglich der deutschen Bibeln und anfangen mit einem Vers aus Matthäus 24, Vers 35. Dort sagt Jesus Christus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, alles was ihr seht, soll vergehen, aber Gottes Worte, die wir in unsere Hände haben, sollen nicht vergehen. Er hat dieses Buch inspiriert, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, aber das Buch ist auch von ihm versprochen, bewahrt zu bleiben. Das heißt, seine Worte hat er versprochen zu bewahren. In Psalm 12, Vers 7, die Rede des Herrn ist lauter, wie durchläutet Silber im irdenen Tiegel, bewähret siebenmal, du Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Worte aus persönlich dargestellt. Nun, wir haben schon in letzter Zeit einiges gesagt über diese 500 Jahre Reformation. Und da wird vieles ausgemacht im deutschsprachigen Raum. Warum 500 Jahre? Warum in 1517 hat Luther dann ein Protest gestellt gegen die Ablass, Missbrauch von Rom, die Idee, dass man durch Ablass, Verkauf oder Kauf ein weniger langes Fegefeuer bringen soll. Man nennt das der Anfang der Reformation. Na, das stimmt nur teilweise, es ist immer eine halbe Wahrheit. Da waren schon viele Leute, die sich gestellt haben gegen dem, was Rom gesagt hat und was sie vor allem falsch gemacht haben. Und erstens ist da niemals echt eine Reformation. Rom hat sich niemals geändert. Rom hat sich, ändert sich nie. Ist nicht umsonst ein klares Versprechen, was wir sehen in der Schrift. Und das suche ich hier. Wir sind hier heute in 2017 und die römisch-katholische Kirche hat sich niemals reformiert. Hat sich einfach festgestellt an dem, was sie im dunklen Mittelalter an aller Irrlehre aufgenommen hat, an Ketzerei aufgenommen hat, vor allem von den von Jesuiten dominierte Konzilien von Trent. Das bei weitem wichtigste Konzilien in der Geschichte von Rom, von Jesuiten dominiert und geführt. Und darin, als Verlängerte, sieht man eigentlich das Erste Vatikanische Konzil in 1870, wo der Papst auch von Jesuiten manipuliert, wo wenn der Papst ex cathedra spricht, aus dem Stuhl ist, was er sagt, unfehlbar, dass ich nun dran war später über die unbefleckte Empfängnis Maria. Und das Zweite Vatikanische Konzil in 1962, 65 hat da nichts geändert. Nur die Art und Weise, worin Rom versucht, die 125 Fluche, die auf jeder liberal denkende Katholik oder Bibelgläubige gestellt sind, sind auf ihre Kraft. Man nennt uns nicht mehr Ketzer, nach dem Konzil von Trent, aber getrennte Brüder nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Reformation, das heißt, Rom hat sich niemals reformiert, Rom ändert sich nicht. Die wahre Anfang von einer Revolution, kann man sagen, und die Revolution ist von Licht, was angefangen hat zu scheinen, verbunden mit Wahrheit, was offenbar wurde, kam eigentlich in 1522. Darum macht man heute 1517 Reformation, sagen wir so 1522 Reformation zu machen, weil da eigentlich wurde das Neue Testament auf Deutsch zur Verfügung gestellt von den Leuten in Nordwesteuropa. Und dann hat eigentlich das, denn die Wahrheit da kam, hat das Licht angefangen zu scheinen, ist die politische und weltliche Macht von Rom und geistliche Macht von Rom gebrochen worden, es kam die neue Wissenschaft auf, die neue Künste auf, die neue Musik auf und ja, ist das neue Zeitalter eigentlich angefangen. Ein wenig später, am Ende von diesem 30-jährigen Krieg, die Rom hat versucht zu kämpfen und mit militärischer Gewalt niederzuschlagen, alles was bibelgläubig war. Und das neue Zeitalter fängt eigentlich auch an in 1648 AD, Anno Domini, Jahr unseres Herrn.
Deze Bibel, also das Neue Testament von 1522, wurde siebenmal revidiert und in 1545, ein Jahr vor Luthers Tod, hat man diese Luther-Bibel. Und die Luther-Bibel ist die Grundlage geworden für eigentlich alle moderne Reformationsbibeln nach das dunkle Mittelalter. Das Englische, Französische, Spanische, Portugiesische, Schweizerdeutsche, die Zürcher, alle osteuropäische, skandinavische Bibeln haben als Grundlage nicht nur das hebräische Testament des Alten Testaments von den Juden, nicht nur das Neue Testament von der griechischen Kirche, die Mehrheitstext, die Textus Receptus, aber Luthers Wortwahl in seinen Bibel dargestellt. Diese Gruppe und die Gott dieser Welt, die stehen direkt unter der Baphomet, Gott dieser Gruppe, hat ein Ziel, um die Reformation zu zerstören, um die Lutherbibel zu zerstören und alle Früchte, die damit verbunden sind, inklusive die erlöste Seele und Bibelgläubige, auszurotten. Das war auch der Grund von ihrer ersten 30-jährigen Krieg, 1618, 1648, die sie eigentlich verloren haben, aber später, zwischen 1914 und 1945, haben sie es nochmal versucht und haben sie es geschafft. Seitdem ist Europa wieder zurück unter der Macht von Rom und das war nur möglich, weil Deutschland hat, bevor 1914 schon, diese Bibel, die Lutherbibel, an die Seite geschoben. Wie ist das geschehen? Das ist geschehen durch falschlich genannte Kunst. Dafür warnt Gott in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 20. Das Wort Kunst ist altes Wort für Wissenschaft. Das sind alle neuen Bibeln geändert in Kenntnis oder Erkenntnis. Was nicht der Hinweis ist zu dem Ort, wo alle Abfall anfängt, nämlich wissenschaftliche Institutionen und theologische Fakultäten. Das hat angefangen rund um Ende 18. Jahrhundert mit einigen Männern, Bengel, Griesbach vor allem, Griesbach kann man sicher nennen, und Lachmann. Dann später kam dabei, und das sind vor allem Deutschen gewesen, Tischendorf, die hat, sagt man, ein Kollektionidikus entdeckt, was eigentlich eine Verfälschung war aus dem 19. Jahrhundert von einem Simonides. Wir sehen da Teile und Stier kommen. Die zwei sind wichtig, haben wir letztes Mal gesehen, unsere Besprechung mit der Elbefelder. Der Elbefelder 1855, Neues Testament. Ich habe noch was nachgeschaut in das Elbefelder 1905, ziemlich ähnlich. Dann Teile und von Gebhardt. Da kam Eberhard Nestle, natürlich Männer als Weiss, Weymouth, Westkernhort, in Engelsprache Ram Tregelles, Alford, dann sein Sohn Erwin Nestle, dann Kurt Alland, die sich dann scheiden ließ und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin wieder heiratete, Barbara Alland. Und das heißt heute das Nestle-Alland Neue Testament oder das Testament von de Vereinte Bibelgesellschaften, UBS, Schnelle Bible Societies. Das hier wird gemacht, zusammengestellt in Münster, das römisch-katholische Münster, das Hauptbüro von de Vereinte Bibelgesellschaften in New York, Jesuit Dominicus New York, das ist Rom, hat voorkomen. Die Text, de Mehrheitstext van de Reformation, zerstört im Neue Testament und es ersetzt mit dem Vatikanus-Text oder B. Neue Testament und das Alte Testament von dieses Manuskript nennt man dann eine der Manuskripte von den Septuaginta, die Grundlage für, um den hebräischen alttestamentlichen Text zu ersetzen. Hat auch die Apokryphe als Teil der Heiligen Schrift drin. Nun, was sehr wichtig ist zu sehen, ist, dass hier in 1855 die Protestanten angefangen haben, den Text von Rom zu gebrauchen. Wir haben das letztes Mal gesehen. Darby is daarbij verbonden, die geschlossene Brüder, Brockhaus van Possek en Vorhofen. En deze tekst is wichtig, waarom? Weil heute möchten wir sprechen über die Schlachterbibel 1905 van een andere deutsche Schlachter. Frans Wilhelm Schlachter war kein Schweizer, war ein Deutscher, obwohl sein Testament 1905 gedrückt worden ist in Biel, Schweiz. En Frans Wilhelm Schlachter kam aus der Alsace, een neugeborener Mann.
wurde später auch Pastor in der Landeskirche hier in der Schweiz und hat in 1905 seine erste Übersetzung gemacht, ist da später, glaube ich, 6 Jahre später gestorben, und man nennt das die Schlachterbibel. Nun, wir möchten das besprechen. Warum? Weil ich habe in den letzten Monaten ein paar Mal erwähnt, dass über eine Schlachterbibel, aber dann habe ich einen Fehler gemacht, wurde mir darauf hingewiesen von einem Bruder, schätze ich sehr. Ich habe hier die Heilige Schrift in Miniaturbibel von Schlachter aus 1952 und ich habe eins aus 1922, der 16. Auflage, bearbeitet von Linder und Rappeler. Und ich habe gedacht, als ich das so gehört habe, ja, das ist der gleiche Text aus die vom, also ich habe eins gerade von 1922 und dann eine von 19, habe ich gesagt, 1951 oder so. Das ist die gleiche wie die von 1905. Das stimmt nicht, das ist ein anderer Text. Also ich habe dann den Text zurückgeschickt bekommen, also geschickt bekommen von 1905 und ich möchte diesen nun besprechen. Am Anfang, wie es ab und zu übersetzt ist, das heißt von dem gleichen Text, keine Änderungen in anderer Text und auch einiges tun über die Änderung in den griechischen Text. Nun, es ist hier ein Vorwort. Ein Vorwort von diesem Text, der Schlachterbibel. Dass der Leser der wirkliche Sinn des Urtextes vermittelt wird, soweit derselbe bis jetzt überhaupt durch die Arbeit der gelehrten Forscher zu ermitteln war, richtet sich nach der Muttersprache des Lesers. Also hier wird erwähnt, der wirkliche Sinn des Urtextes. Schau, wie ich das geschrieben habe. Des Urtextes. Es gibt nicht so etwas aus der Urtext. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene, man nennt es Textus Receptus. Luther hat die dann gebraucht hier. Man nennt es de Textus Receptus, der akzeptierte Text. Es gibt mehr als 20 verschiedene Ausgaben der Textus Receptus von 5 verschiedenen Ausgeber. Colineus, Benza, Stephanus, Erasmus, Elsevier. Dann gibt es von dem neuen Text, der Vatikanus gegründete, 50, 60 verschiedene Ausgaben. Es gibt nicht so etwas als der Urtext. Das ist eine Lüge. Zweitens, dass dem Leser der wirkliche Sinn des Urtextes vermittelt wird. Das haben wir gerade gelesen im Psalm 2. Die Rede des Herrn. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott ist interessiert in seine Worte. Mehrzahl. Das ist nicht gleich wie der Sinn. Gott ist interessiert in seine Worte. Und worauf stützt Schlachter sich? Soweit derselbe bis jetzt überhaupt durch die Arbeit der gelehrten Forscher zu ermitteln war. Gelehrten Forscher. Welchen gelehrten Forscher? Das waren die Forscher, die die falsch berühmte Kunst dargeben. Zentrum von Abfall ist immer christliche Hochschulen und Universitäten. Vor allem hier in Leipzig, Jesuiteninfanterie des Leipzig im 19. Jahrhundert. Dann sagt er weiter noch etwas, was sehr, also ein Vorwort. Dogmatische Gründe, das ist mal hier noch genau, dogmatische Gründe, um deren Willen man etwa da und dort eine Abänderung wünschen möchte, können allerdings für den gewissenhaften Übersetzer nicht maßgebend sein. Wirklich. Auch wolle man bedeuten, dass die jahrelange unausgesetzte Beschäftigung mit dem Urtext, als ob ein ist, es gibt nicht, das ist nicht wahr, der ganzen Heiligen Schrift, der Urtext der ganzen Heiligen Schrift, niemand hat ihn gesehen, er auch nicht, wie sie dieser Arbeit zugrunde liegt, eine größere Sicherheit in der Wiedergabe des Details ermöglicht. Oh, wir haben also eine größere Sicherheit über die Details. Und das ist wegen der Arbeit an diesem Urtext. Soll ich es gut nochmals hier sagen? Mit dem Urtext der ganze Heilige Schrift.
een onausgesetzte, lang onausgesetzte Beschäftigung. Mit dem Mut, das ist beeindruckend, nicht? Es gibt das nicht. Womit er sich auseinandergesetzt hat, sollen wir sehen, ist mit diesem festen Text. Was er hat gemacht, er hat viele Lesearten, die heute stehen in den Jehovaszeugen und die katholische offiziell anerkannte Bibel, hat er schon hier reingetan in der Ausgabe von 1905. Wir sollen das besprechen in die Änderung von dem griechischen Text, dass er also der akzeptierte Text, die die Reformation und die Bibelgläubige und die Missionswelle zugrunde legt, abgeändert und dafür der Text von Rom und Jehovas Zeugen erwähnt. Da liegt das Problem. Und wir sollen das klar besprechen und das ist eine Linie, die geht von den 1905 bis die von 1922, 1951 Text bis hier. Habe ich eins aus 1999. Und dann ist da Änderungen gekommen in 2000. Und dann habe ich eine Änderung mal später in 2000 gemacht. Bestimmte Änderungen, nicht nur vollkommene Änderungen. Nun, wir möchten hier erstens etwas sagen über bestimmte Änderungen in die Übersetzung. Das ist wichtig zu sehen. Wir haben schon mal eine Liste gehabt. Die Bilddruck, die wir gemacht haben, von der Lutherbibel, kannst du hinten, gibt es eine Spalte. Und diese Spalte, die haben wir einfach genommen als Beispiel. Weil nochmal, das sind so 30, 40 verschiedene Lesarten. Die haben wir genommen als kleinen Stichproben. Und hier nehmen wir die Stichprobe, die wir gemacht haben, von dem Schlachter 05 Text. Was sie nun gemacht haben, was ähnlich ist an die heutige Jehovaszeugung katholische Bibel. Das war schon in 1905 so. Wir sprechen also über diesen Text hier. Im Alten Testament, in hier. Job 19, Vers 25 und 26, da wird dann gesagt, er wird zuletzt über den Stau bestehen und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, auch dann werde ich von meinem Fleische los Gott schauen. Aber die Lutherbibel sagt korrekt, in meinem Fleisch, eine physische, körperliche Auferstehung, die wird hier verneint und attackiert in Job 19, 25 und 26. Dann in Zacharia Kapitel 11, Vers 17, sagt Luther korrekt, Götzenhirte. Das heißt, ein Falschhirte, die sich selber als Götze darstellt, ein Hinweis zu 2. Thessaloniker 2, der Antichrist, die sich als Gott anbeten lässt in den Wiederbauten Tempel. Wird am Ende zu nichts nützlicher Hirte, so wird die Querreferenz nach 2. Thessaloniker 2 weggeholt, in Offenbarung 13. Dann, das sind Sachen aus dem griechischen Text. Hier ist, gehen wir weiter hier, in Matthäus Kapitel 19, Vers 17, das meiste ist im Neuen Testament gemacht, wir haben ein paar Referenzen im Alten Testament, um zu sehen, dass auch da lehmäßig dogmatisch wichtige Änderungen stattgefunden haben. Matthäus 19, 17, einer ist gut, Gott. Das Wort Gott wird weggelassen in Matthäus 19, 17, wie in die Jehovaszeugung katholische Bibel. Dann in Markus 1, Vers 2. Die Erbfölle, ja, ist die Ausstellung. Das Wort den Propheten, wie der Zeitpropheten zitiert, wird geändert in Prophet Jesaja, weil das Zitat aus Malachi, was hinweist, dass Jesus Jehova Gott ist, wird so weggenommen. Dann in Lukas Kapitel 4, Vers 4. Ein Mensch soll nicht vom Brot alleine essen, sondern von einem jährlichen Wort Gottes. Das wird weggelassen in Lukas 4, Vers 4. Dann in Johannes 7, Vers 8, ein sehr wichtiger. Jesus sagt da, ich will noch nicht zu diesem Fest
aufgehen. Das macht man Lügner aus Jesus Christus, weil Jesus Christus geht später zu diesem Fest auf. Das Wort noch wird hier weggelassen. Mal aufschreiben. Noch ein kleines Wort macht man Lügner von Jesus Christus hier. Natürlich, all die Änderungen, die du hier siehst, die habe ich hier Grundlage auf dem Text von Rom im Vatikan. Dann in Johannes 9, Vers 35. Johannes 9, 35. Sohn Gottes kehrt zum Menschensohn. Dann in Römer 1, Vers 16. Das Evangelium von Christo, das Wort von Christo wird weggelassen. Es gibt 10 verschiedene Evangelien im Neuen Testament. Das Evangelium von Christus wird von Paulus gepredigt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach den Schriften, begraben ist und 3 Tage wiederum auferstanden ist, dass man durch Glaube an ihm das ewige Leben haben kann, ohne Werken des Gesetzes. Dann Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles in dem, den ich mächtig macht. Christus ist weggelassen in diese 1905 Schlachter. Dann in, wir haben die schon besprochen, 1. Timotheus 6, Vers 20, sollen wir nochmal hier eingeben. Das Wort Kunst oder Wissenschaft ist geändert in Erkenntnis. Das heißt, die kleine Referenz zu das Zentrum von aller Abfall, wissenschaftliche, theologische Fakultät ist hier weggenommen. Dann in Titus 3, Vers 10. Ich muss eigentlich an die andere Seite. Wie das Wort ketzerische, man muss sich von den ketzerischen Menschen trennen, ist kennend in sektierisch. Sektierisch kommt vom griechisch, latinische Wort sekare, heißt sich trennen von. Es ist nicht so sehr, dass man aufpassen muss vor einem sektierischen Menschen, aber vor einem ketzerischen. Ein ketzerischer Mensch ist eine Person, die ein Ketzerlehre bringt, zum Beispiel, wenn man ein anderes Evangelium bringt, einen anderen Geist vermittelt und einen anderen Jesus vermittelt. Was Rom zum Beispiel tut, oder die Jehovas Zeugen oder Mormonen tun. Das ist ein ketzerischer Mensch. Ein sektierischer Mensch hat das als ganz anderes. Das ist eine Person, die sich vielleicht trennt von etwas, aber es kann auch immer jemandem sein, die lemäßisch korrekt ist. Dann in, sehr wichtig, 1. Petrus 2, 2, da sehen wir ein Werk, Werksgerechtigkeit, die aufkommt. 1. Petrus 2, Vers 2. Damit ihr durch diese wachst zur Rettung oder zur Heil. Und die Lutherbibel sagt korrekt, auch dass ihr durch dieselbe, durch die reine Milch zunehmt. Dann in 2. Petrus 2, Vers 17, bezüglich die ewige Finsternis ist in der Ewigkeit, dauert in der Ewigkeit, das Wort Ewigkeit wird weggelassen in 2. Petrus 2, Vers 17. 1. Johannes 5, Vers 7, die größte Vers über die Dreieinigkeit in der Bibel. 3 sind die Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, 3 sind 1, ist weg aus dem Text im 1905 Schlachter. Dann in 1. Johannes 4, Vers 3, da wird erwähnt, dass Jesus, ist der Christus im Fleisch gekommen, Christus in das Fleisch kommen, ist weggelassen. In 1. Johannes 4, Entschuldigung, Vers 3, nicht Vers 13. Dann in 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, aber dass ihr wisst, dass ihr das Leben gelabt. Und dass ihr glaubt in den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes. Die letzten 10 Worte sind weggelassen in die 1905 Schlachter. 2. Johannes 9. Da wird das der Lehre Christi zweimal erwähnt und das zweite Mal wird das Wort Christi weggelassen. Das heißt, Christus hat eine bestimmte Lehre, aber das Wort Christi, Christi-Lehre, wird dann weggelassen. Judas 25 ist ein wichtiger. Ein Attack auf die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Ich lese ihn erstmal vor in die Luther-Text. Judas 25. Dem Gott, der allein weise ist, unserem Heilande, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun und zu aller Ewigkeit. Amen. Aber wer ist unserem Heiland? Er ist Gott. Dem Gott,
Der alleine weiß es unserem Heiland. Das ist Jesus Christus. Das ist klar. Das ist geändert worden in die moderne Bibel, und also die Schlachter 05. Und da haben sie von gemacht, Gott, unserem alleinigen Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sein ist die Herrlichkeit und so weiter. Siehst du? Es ist durch Jesus Christus. Aber Jesus Christus ist nicht mehr hier, Gott selber. Dann in Offenbarung 22, Vers 14, da ist geändert worden, selig sind, die seine Gebote halten, ihm, die seine Kleider waschen. Und schlussendlich, das letzte Vers, was damals Eugen Schlachter vom Heiligen Geist als Warnung bekommen hat, um nicht Gottes Worte zu ändern, wenn er das tut, so soll er abgetan werden vom Buch des Lebens, aber Schlachter ändert dann im Baum des Lebens, wie das Vatikan, Synodisches Manuskript, wie alle moderne Ausgeber, die immer das Wort Gottes geändert haben und das Vers, was sie warnt, was passieren könnte, ändern vom Buch des Lebens im Baum des Lebens. Nun, diese, die haben wir genommen, und dann haben wir gesehen, dass die, kurz dann noch erwähnt, die Elbefelder Bibel aus 1855, die wir letztes Mal besprochen haben, eigentlich ein wenig schlechter ist oder radikaler ist, so mehr rausgetan hat als die Text von Schlachter 1905, aber sehr viele Ähnlichkeiten hat. Zum Beispiel die Elbefelder, die hat Matthäus 1917, genau die gleiche. Die haben sie auch noch rausgeschmissen, die Elbefelder. Der Rest ist oft gleich. Elbefelder 1855, hat, die haben sie korrekt. Und Apostelgeschichte 1837 haben sie dann rausgenommen. Sie haben Christus in Fleisch korrekt, in 1. Johannes 4, Vers 3. Und 2. Johannes 9 auch, glaube ich. Ja. Das heißt, die Elbefelder, die hat dann von diesen Referenzen was meer rausgeschmissen als das, was die Schlachter 1905 dachten zu tun. Aber sie sind sehr ähnlich. So, Schlachter war was, kann man sagen, konservativer, vorsichtiger mit dem griechischen Text als de Elbefelder 1855. Ich habe dann auch die Ausgabe von 1905 hier geschaut, also mit seinem Text. Nun möchten wir ein paar Dinge anschauen über die Übersetzung von diese 1905 Schlachter. Weil was ist passiert, wenn in 2000 haben einige Leute ein Schlachter 2000 gemacht, hat nicht mit Schlachter zu tun, sie haben Schlachternamen gebraucht, weil die verkauft gut, und sind sie zurückgegangen zu diesem Textus Receptus. Das heißt, diese Referenzen, die haben sie alle korrigiert, die wir hier gerade haben. Problem war, dass Schlachter natürlich auch Übersetzungs Variante genommen hat, die auch zurückkommen in den Text von de Jehovas Zeugen und die römisch-katholische Kirche. Die sind heute genau die gleichen. Die haben sie rausgenommen, weg von der Luther-Text, und heute sind sie genau wie die Jehovas Zeugen und katholische Kirche. Und die, da liegt das Problem, die meisten von diesen Übersetzungswählen von damals Schlachter sind enthalten in die 2000 Schlachter. Okay, dann können wir bestens tun so. Ist eigentlich Matthäus 11, 23. Nein, muss ich gut anschauen, ist korrekt. Lukas 16, 23. Das Wort Hölle ist geändert in Totenreich. Das gleiche passiert in Apostelgeschichte 2, 27 und 31. Jesus ging nicht mehr in die Hölle. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18. Jesus hat nicht mehr den Schlüssel der Hölle genommen. Und Offenbarung 6, Vers 8. Und vor allem Offenbarung 20, Vers 13 und 14. Die Sinnen kommen nicht mehr aus der Hölle, aber aus dem Totenreich. In 1. Thessaloniker 5, Vers 22 wird erwähnt, in jegliche Gestalt, statt aller bösen Schein meiden, wie das kennt, in
jegliche Gestalt. Also den Schein von Überkasten aus Christ haben, aber nicht in jeglicher Gestalt. Das ist ein großer Fehler. Natürlich 1. Timotheus 6, Vers 20, das Wort Wissenschaft oder Kunst ist geändert in Kenntnis oder Erkenntnis. Dann Apostelgeschichte 17, Vers 22. Man ist nicht mehr zu abergläubisch, das waren die Götzendiener in der Thema, man ist nur sehr religiös. Dann in Galater 1, Vers 4, ist es nicht mehr der böse, arge Welt, das Weltsystem, aber der Weltlauf. Man kann das System lieben, nur der Weltlauf, was es auch bedeuten soll, ist nur arge. Dann Philipper 3, Vers 21, unser genichtiger Leib, sehr negativ über unseren Körper, ist geändert in das Leib unserer Niedrigkeit. Dann 2. Korinther 2, Vers 10. Im Blick auf Christum, wenn man jemandem etwas vergibt, nein, an der Stelle oder in der Person Christi, sagt Luther korrekt. Und haben wir noch einige hier. Matthäus 18, Vers 26. Man fällt nieder, man betet nicht mehr, man fällt nur nieder. In Markus 5, Vers 12 gibt es kein Teufel mehr, aber Dämonen. Es ist keine Übersetzung, es ist einfach eine Transliteratie. Das ist ein griechisches Wort, die Buchstaben ändern von Griechisch auf Deutsch, aber das Wort einfach gleich lassen. Dann in, sehr wichtig, Johannes 4, Vers 24, hat auch falsch die Luther 2016, Gott ist ein Geist. Warum ist das falsch? Es muss, Entschuldigung, Gott ist Geist, haben Sie davon gemacht. Gott ist ein Geist, muss das sein. Warum ist es ein Geist? Er ist getrennt von dem Geist, von Teufel, von Tieren, von Menschen. Er ist ein Geist, er ist ein heiliger Geist, getrennt von Materie. Ist falsch in alle neuen Bibeln. Und es hat angefangen mit Elbefelde und mit Schlachten hier. Dann in 1. Korinther 7, 22. Das sieht man oft zurückkommen in der Bibel. Man ist nicht mehr ein Diener oder Jesu Christi, aber ein Sklave. Wir sind kein Sklave. Ein Sklave hat keinen Wahl. Wir sind Diener, die aus Liebe, aus Freie wieder Jesus Christus dienen möchten. Dann in 2. Timotheus 4, Vers 2. Das Wort Lehre attackiert und wird davon gemacht Belehrung. Ja, Gott gibt dich eine heilsame Lehre, nicht eine Belehrung. Lehre ist etwas, was religiös oder geistig falsch oder recht ist. Dann das gleiche sehen wir in Hebräer 6, Vers 1. Wird das Wort Lehre weggelassen, aus dem Luthertext, und geändert in Elementarunterricht. Elementarunterricht kann natürlich über alles Mögliche sein. Lehre hat zu tun mit wahr oder falsch. Nun, das sind einige Beispiele und das soll an sich genügend sein. Das Problem ist, was wir gesehen haben, dass viele von diesen Lesearten, die also eigentlich kommen, auch die Elbefelder Text 1855, die vier, die Schlachten 1905, reingekommen sind und zum Beispiel diese sind bewahrt worden in diesen Schlachten 2000. Die Schlachten 2000, man kann sagen, was sie getan haben, sind zurückgegangen zu dem korrekten Text, das ist ein männliche Text von Luther, Receptus oder Hebräische. Altijd een menige tekst, dat is correct te lezen. Maar in de Übersetzung hebben ze nog immer viele Lesarten, die lehmäßig of dogmatisch wichtig zijn, gelassen, die heute genau ähnlich zijn wie in de Jehovah's Zeugen, Neue Weltübersetzung of de römisch-katholische Einheitsübersetzung. Genau die gleiche. Daar ligt het probleem. Also, en dan moet ik dabei sagen, was we hier besproken hebben in. In deze linie is van een andere groep nogmaals gemaakt. Dat is een groep getan onder de aanvulling van de Genfer Bibelgesellschaf onder Libby Kaufmann woont. Stuttgart woont hier, Eupitzhäuser. Dan hebben een andere groep ongeveer gleichzeitig hebben die gemaakt wat men neemt een nieuwe Lutherbibel. Zo, nieuwe Lutherbibel, Boetekon Schweiz, charismatische Pfingstler. Und die sind auch zurückgegangen, die haben als Grundlage gehabt, nicht den Schlachter, aber den Luther 1912 Text, die damals auch schon korrumpiert war, wir haben das schon auch besprochen. Und die haben auch in dieser Lesart, das haben sie dann korrigiert,
für die größte Teil, aber sie haben oft in dieser Sache das gleiche gemacht wie die Jungs von der Schlachtertext, also Schlachter 1905 oder die Elbefeldtext, und haben die gleiche verfälschte Lesarten reingehalten, wie heute die Jehovaszeugen und die katholische Kirche gemacht haben. Und da liegt das Problem. Und warum ist das so wichtig? Wir haben angefangen mit Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und Psalm 12, 7 und 8. Die Rede des Herrn sind lauter, sind gereinigt siebenmal. Gott soll sie bewahren. Nou, we zien, aan de vruchten kennen we den Baum, sagt Jesus Christus. In Matthäus 7, glaube ich, ist das, 17 bis 20. Aan de vruchten kennen we den Baum. De vruchten sind die Reformation. Sind Millionen, die zum Glauben gekommen sind, sind die ganze Sendungsmission ist aufgekommen aufgrund von einem Text. Wenn man die Kirchengeschichte liest, hier in der Schweiz zum Beispiel, wenn die Baptisten aufkamen, die kamen alle auf nach Baptisten, Zürichsee, nach 1522. Die Reformation in Österreich, wo die Wiedertäufer aufkamen und die Freikirche kamen auch nach 1522, nicht nach 1517. Es kam mit Gottes Wort. Es war nicht Luther, die die Reformation angefangen hat. Nein, es war Gott durch sein Wort. Das sind immer die Früchte. Und ich sage immer, wenn das in der Tat das Buch gewesen wäre, diese oder mach ich aus welche, wo Gottes das Atem auf war, wo ist dann de letzte 17 oder 19 Jahre eine ähnliche Revolution zu sehen als damals hier in Deutschland? Ist nicht da. Das heißt, Gott hat sich nicht geändert. Oder wie die Deutschen sagen, wenn etwas Altes ist es nicht, Neues ist es nicht wahr, wenn es wahr ist, ist es nicht neu. Hält fast an dem, was Gott uns gegeben hat. Die sind nicht schlecht, qua griechisch und hebräischer Text, aber haben noch immer die gleiche Lesart hier, wie in die Hochschule der katholischen Kirche. Die kommen für die alte Schlacht 1905 und die Elbefelder eigentlich auf die von Rom. Also, wenn Gott sagt, ich bewahre meine Worte, dann hat er das immer getan und ist es unsere Sache, uns daran festzuhalten. Okay, das ist soweit über dieses Mal. Und nächstes Mal gehen wir weiter. Ich will noch 4 Mal oder so etwas und dann hoffe ich Ende des Jahres die Sache mit der Bibel abzuschließen.